Wir fahren fort mit unserer Serie über das Leben und das Wirken des Propheten Elisa. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen. Zum zweiten Buch der Könige. Zweiter Könige. Kapitel 5. Zweiter Könige. Kapitel 5. Wir beginnen in der zweiten Hälfte von Vers 19. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Als er, das ist Naaman, nun von ihm weg eine Strecke Weges gegangen war, da sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes: Siehe, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman geschont, dass er nicht aus seiner Hand genommen hat, was er ihm gebracht hatte. So wahr der Herr lebt, wenn ich nicht hinter ihm herlaufe und etwas von ihm nehme. So jagte Gehasi Naaman nach. Als nun Naaman sah, dass jemand hinter ihm herlief, sprang er vom Wagen herab, kam ihm entgegen und sagte: Friede? Er sagte: Friede. Mein Herr sendet mich und lässt sagen: Siehe, eben jetzt sind vom Gebirge Ephraim zwei junge Männer von den Söhnen der Propheten zu mir gekommen. Gib mir doch ein Talent Silber und zwei Wechselkleider für sie. Da sagte Naaman: Tu mir den Gefallen, nimm zwei Talente. Und er drängte in ihn und band zwei Talente Silber in zwei Beutel und nahm zwei Wechselkleider und gab es zwei von seinen Dienern, und sie trugen es vor ihm her. Als er aber an den Hügel kam, nahm er es aus ihrer Hand und brachte es im Haus unter. Da entließ er die Männer, und sie gingen fort. Er ging hinein und trat vor seinen Herrn. Da sagte Elisa zu ihm: Wo kommst du her, Gehasi? Er sagte: Dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Da sagte er zu ihm: Ging mein Herz nicht mit, als ein Mann sich von seinem Wagen herab dir entgegenwandte? Ist es denn Zeit, Silber zu nehmen und Kleider zu nehmen und Olivenbäume und Weinberge und Schafe und Rinder und Knechte und Mägde? So wird der Aussatz Naamans an dir haften und an deinen Nachkommen für ewig. Da ging er von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, du bist in Wahrheit der Prüfer der Herzen und der Nieren. Und darum wollen wir demütig vor deinem Angesicht erscheinen, denn du kennst uns. Wir haben nichts, um uns zu rühmen, aber wir bitten dich, sieh doch gnädig auf uns. Lass dieses Wort ein Segen sein für uns. Lass es zu unserer Heilung dienen und nicht zu unserer Verdammnis. Das bitten wir dich in dem Namen Jesu, unseres Herrn. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Die heutige Predigt ist eine Warnung. Und zwar eine sehr ernste Warnung an uns alle und auch an dich. Vielleicht sagst du hast keine Warnung nötig, du lebst doch mit Gott und für Gott, du brauchst das nicht hören. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 10, wer meint zu stehen, wer meint, dass er feststehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ich bitte dich, nimm das Wort, das du hörst, ernst, denn es ist Gottes Wort. Und Gottes Wort hat heute Abend drei Warnungen an uns. Die erste Warnung ist eine Warnung vor Vergeudung von geistlichen Privilegien. Die zweite Warnung ist eine Warnung vor der Duldung von sündigen Gedanken. Die dritte Warnung ist eine Warnung vor der Erzürnung des heiligen Gottes. Also nun die erste Warnung. Eine Warnung vor Vergeudung geistlicher Privilegien. Wir haben gehört von dem Heerobersten, der Aramäer von Naaman, ein reicher, mächtiger, berühmter, aber auch sehr stolzer Mann, der kaum etwas über Gott wusste, belitt unter Aussatz,
Und durch Gottes Gnade suchte er den Herrn. Er reiste nach Israel und er demütigte sich, so dass der Herr nicht nur seine Haut erneuerte, sondern auch sein Herz. Er rettete diesen Heiden, er rettete diesen Naaman. Und was für eine wunderbare Geschichte, über die wir sehr staunen und glücklich sein können. Denn sie zeigt uns, wie viel Gnade der Herr hat. Jeden gegenüber, der ihn sucht, der ihn demütig sucht. Und wir wünschten, dieses Kapitel würde hier enden. Aber es geht weiter. Und es geht sehr schrecklich weiter. Wir hören hier von Gehasi. Wer ist dieser Mann? Vers 20. Da sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes. Gehasi war also der Diener von Elisa. Dieser Elisa war ein Mann Gottes, das heißt ein wahrer Prophet des Herrn, durch ihn spricht Gott. Während das ganze Land gefüllt war mit Götzendienst und Götzenpriestern, hatte Gehasi das Vorrecht, einen wahren Mann Gottes kennenzulernen. Ja, nicht nur kennenzulernen, ihm wurde das größte Privileg zuteil, er durfte diesem Mann Gottes dienen. Er durfte sein persönlicher Assistent sein. Niemand lebte so eng zusammen mit dem Wort Gottes, mit dem Propheten Gottes, mit dem Mann Gottes Elisa wie Gehasi. Welch ein Vorzug dieser Gehasi doch genoss. Das heißt, er war alle Zeit zusammen mit dem Propheten. Er aß und trank mit ihm, er reiste mit ihm. Er hörte stets, wie Elisa lehrte in den Prophetenschulen, er sah, wie er einen heiligen, reinen Gottesdienst feierte auf dem Berg Karmel und er sah sogar all die Wunder. Zum Beispiel wissen wir, erlebte er die Auferweckung des verstorbenen Sohnes der wohlhabenden Frau mit. Er sah mit seinen eigenen Augen, dass Gott Menschen vom Tod auferweckt. Dass Elisa ein wahrer Prophet ist, ein wahrer Mann Gottes. Was für ein Vorrecht, was für ein Vorzug. Und er erlebte auch, wie Naaman von seinem Aussatz geheilt wurde. Und er sah, was unverdiente, reine Gnade ist. Denn Naaman wollte zur Belohnung für seine Heilung dann dem Elisa großes Vermögen geben. Aber Elisa lehnte ab. Er lehnte entschieden ab, denn Naaman sollte lernen, das, was er dort empfangen hat, die Reinigung. Von Gott, diese Gnade ist ganz unverdient. Er hat sie sich nicht erarbeitet, noch kann er sie bezahlen oder zurückerstatten. Es ist ein Geschenk Gottes. Gehasi wusste also, wie unverdient gnädig, barmherzig der Herr ist. Dieser Gehasi war in nächster Nähe zu diesem Mann Gottes und damit zu Gott selbst. Keiner war so privilegiert wie er. Wir lernen aber heute eine traurige Wahrheit. Du kannst unter den heiligsten Menschen sein. Du kannst den heiligsten Menschen ganz nah sein. Das heißt aber noch nicht, dass du ein wahrer Gläubiger bist. Es wird hier in unserem Text offenbart, dass Gehasi ein Betrüger war. Wenn du das nächste Mal draußen unterwegs bist und du siehst Bäume, beobachtest Bäume, genauer gesagt die Baumkronen. Und manchmal, wenn du einen kahlen Baum siehst und du beobachtest das Geäst, dann kannst du etwas beobachten, nämlich dass dort im Geäst so runde Büsche hängen. So grünes, kugeliges Gestrüpp. Das sind Misteln. Und diese Pflanzen haben keine Wurzeln im Boden. Was sie machen ist, sie setzen sich auf Bäume, saugen sich an den Ästen fest und entziehen dem Baum Wasser und Nährstoffe. Sie leben vom Baum. Das heißt, nimm den Baum weg und sie haben kein Leben. Sie sind Parasiten, sie sind Schmarotzer, sie haben keine eigenen Wurzeln, sie setzen sich an Bäumen fest. Und genauso nisten sich seit jeher Schmarotzer an den Heiligen. An den wahren Heiligen fest. Wie Paulus sagt in Galater Kapitel 4, Galater Kapitel 4 oder 2, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, er sagt, heimlich sind diese Brüder eingedrungen, falsche Brüder, die sich eingeschlichen haben.
Menschen, die vorgeben, gläubig zu sein, doch in Wirklichkeit haben sie keine Wurzeln in Christus. Sie setzen sich aber an den Heiligen fest und sie sind Nutznießer. Sie stehen selbst im guten Licht da, denn sie sind ja assoziiert mit den Heiligen. Sie wirken fromm, weil sie sich unter den Heiligen mischen und sie entziehen den Heiligen viel. Sie empfangen viel. Lehre und Unterweisung, Rat und Aufmerksamkeit und Beistand und Gebet und Liebe und viele andere Dinge. Sie empfangen und empfangen, sie entziehen und entziehen den Heiligen. So viele Privilegien. Aber sie haben all das verschwendet. Denn sie haben selbst keine wahren Wurzeln in Christus. Man meint, sie gehören dazu. Aber sie sind in Wirklichkeit Schmarotzer, Nutznießer. Wir sehen das hier. Dieser Gehasi muss ein sehr guter Schauspieler gewesen sein, denn Elisa, der Prophet, der Mann Gottes, wählte ihn als seinen Diener aus. Und wer hätte gedacht, dass dieser sich später als Betrüger entlarven wird? Geistlich so privilegiert und auch alles verschwendet und vergoldet. Welch ein Elend ist es, wenn man Gott im Grunde so nahe sein kann und auch so weit entfernt ist. Adam und Eva im Garten, welch Privilegien, mit Gott zu wandeln und ihn dann so zu betrügen. Eli, ein Mann mit Söhnen, ein frommer Mann, der dient im Heiligtum Gottes. Und seine Söhne im Heiligtum Gottes? Üble Sünder, die gerichtet wurden von Gott. Absalom, ein Sohn von David, den Mann Gottes. Wie viel hat er wohl gehört? Schon von seiner Kindheit an. Alles. So geistlich privilegiert und doch solch ein Rebell. Denkt an die Gemeinde zu Jerusalem, all die Wunder, die geschahen, all die Zeugen von Jesu Auferstehung, all die Apostel, die wirkten, und doch stehen Hananias und Sapphira auf und betrügen den Heiligen Geist. Denkt an die Apostel mit Simon, den Zauberer. Denkt an Paulus und Demas, und die Liste können wir noch weiterführen. Oh, wie schrecklich ist es, wenn Menschen so nah sind bei dem Heiligen und doch so weit entfernt sind. Wohl das schrecklichste Beispiel ist, dass Christus, der Herr selbst, als er seine Apostel berief, einen berief, von dem er von Anfang an wusste, dass er ein Betrüger ist. Judas. Niemand war jemals so privilegiert wie er. Er war mit dem menschgewordenen Gott zusammen. Er erlebte unfassbare Vorrechte. Er war in einem engen, vertrauten Umgang mit dem Herrn Jesus Christus, dem Herrn der Herrlichkeit. Er hörte seine Lehren, seine Worte. Er sah seine Heiligkeit, seine Reinheit, seine Liebe, sein Wirken, sein Erbarmen und seine Wunder. Er sah sie von Anfang an mit seinen eigenen Augen alles. Wie Christus Tote auferweckte und auf Wasser ging und den Sturm stillte. Und wir können den ganzen Tag weitersprechen davon, was er alles sah. Er begleitete Jesus 3 Jahre lang. Und was tat er? Er war ein Dieb, ein Lügner, ein Betrüger. Er veruntreute das Geld aus der Kasse und er verriet den Herrn. Sei gewarnt. Sei gewarnt. Nur, weil du so nahe bist an Heiligen. Vielleicht hast du gottesfürchtige Eltern. Einen gottesfürchtigen Ehepartner oder Freunde oder Gemeindemitglieder. Aber das heißt noch nicht, dass du wirklich mit dem Herrn Jesus Christus verbunden bist. Und ja, Gehasi, der tat sicherlich sehr viel für Elisa. Wir haben das ja erfahren auch in den Kapiteln zuvor. Er war ja sein Diener. Er tat sicherlich viele tolle Dinge. Aber das heißt auch noch nicht, dass du rettenden Glauben hast. Denn wir lesen in Matthäus Kapitel 7, dass Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke gewirkt? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Übeltäter.
Gehasi war ein Gesetzesbrecher, ein Übeltäter, nach außen hin einen frommen Schein, einen frommen Eindruck, aber im Herzen, in seinen Gedanken war er gottlos. Und darum sagt die Heilige Schrift in 2. Korinther Kapitel 13, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt oder man könnte auch übersetzen, unecht seid. Wie sieht es in Wahrheit in deinem Herzen aus? In deinen Gedanken, in deinem Inneren? Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt, zu der zweiten Warnung. Eine Warnung vor der Duldung von sündigen Gedanken. Von außen wirkte Gehasi wohl recht fromm. Schließlich war er ein Diener des Propheten. Aber nun wird uns ein Einblick gewährt in sein Inneres. Vers 20. Seine Gedanken. Da sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman geschont, dass er nicht aus seiner Hand genommen hat, was er ihm gebracht hatte. So wahr der Herr lebt, wenn ich nicht hinter ihm herlaufe und etwas von ihm nehme. Wir sehen hier, wie es in Gehasi aussieht, in seinem Herzen. Und was sehen wir? Er war voll von bösen Gedanken. Er spricht hier zu sich selbst. Er sieht, wie der Arman aufbricht, in sein Heimatland abreist. Und Elisa hat diese Schätze nicht angenommen. Er hat sie nicht angenommen. Und darüber ärgert sich Gehasi. Und sein Herz ist gefüllt mit bösen, gottlosen Gedanken, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Er ist gefüllt mit Verachtung. Denn schaut, er sagt, mein Herr hat diesen Aramäer geschont. Der hat diesen Ausländer geschont. Man sollte ihn nicht schonen. Man hätte ordentlich abkassieren sollen, wenn schon ein fremder Heide hier in diesem heiligen Land erscheint. Dieser Mann hat die Gnade Gottes nicht verstanden. Er verachtet die Gnade. Er verachtet diesen frisch bekehrten Mann, den Gott gerettet hat, den Gott angenommen hat. Diesen verachtet er und sagte, man solle ihn nicht schonen. Und da ist auch Verachtung in seinem Herzen gegenüber Elisa, dem heiligen Mann Gottes, dem Diener des Wortes Gottes. Denn er sagt sich, Elisa, er hat falsch gehandelt. Er hätte es anders tun sollen. Er ist voller Auflehnung in seinem Herzen gegen seinen Herrn, gegen diese Autorität Gottes. Er ist ein Besserwisser, er ist stolz, er ist hochmütig. Er nennt Elisa zwar seinen Herrn, aber in Wirklichkeit verachtet er ihn. Wie lange hat er wohl schon diese Verachtung in seinem Herzen getragen? Bosheit des Herzens, Menschen zu verachten. Aber wir sehen auch eine tiefe, tiefe Verachtung gegenüber Gott. Denn er sagt tatsächlich, so wahr der Herr lebt, wenn ich nicht hinter ihm herlaufe und etwas von ihm nehme. Er wagt es doch tatsächlich, zu sich selbst zu sprechen und beim Herrn zu schwören. Elisa tat das auch einige Verse zuvor. Er schwörte, dass er die Gaben nicht annehmen wird. So wahr der Herr lebt. Gehasi benutzt diese fromme Sprache, denn fromme Betrüger, Heuchler eignen sich die Sprache der Heiligen an. Und er schwört ebenso bei dem Namen des Herrn und sagt, wenn ich nicht hinterherlaufe und etwas von Naaman nehme. Wow. Von außen so fromm, aber im Inneren so böse. Wie Jesus einst sagte über die Schriftgelehrten und die Pharisäer in Matthäus Kapitel 23. Da heißt es, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön erscheinen, inwendig aber voll von toten Gebeinen und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. So auch Gehasi. Von außen meint man, ein Diener des Propheten, ein gerechter Mann. Und innen voll von Totengebein, voller Unreinheit, voller Heuchelei, voller Gesetzlosigkeit. Und wir sehen hier die Gesetzlosigkeit von Gehasi, denn er bricht hier alle möglichen Gebote Gottes. Um nur ein paar zu nennen, er bricht das 10. Gebot. Du sollst nicht begehren. Aber er verlangt nach etwas, was nicht seins ist. Er begehrte, er wollte es haben. Er bricht das 3. Gebot. Er sagt, so wahr der Herr lebt.
Dabei heißt es in 2. Mose Kapitel 20, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zum Nichtigen aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zum Nichtigen ausspricht. Es geht noch weiter, er bricht das 8. Gebot, du sollst nicht stehlen. Er bricht das 9. Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deines Nächsten. Was lügt er und betrügt er über seinen Meister Elisa? Sein Herz ist voller Unreinheit, wenn er auch nach außen hin so fromm wirkt. Vers 21, so jagte Gehasi Naaman nach. Als nun Naaman sah, dass jemand hinter ihm herlief, sprang er vom Wagen herab, kam ihm entgegen und sagte, Friede. Hier siehst du noch einmal das erneuerte Herz von Naaman. Dieser mächtige, wohlhabende, angesehene Mann, der vor seiner Bekehrung noch so stolz war, siehst du hier wieder seine Demut? Sobald er Gehasi sieht, springt er ab vom Wagen und läuft ihm entgegen und fragt Friede. Mächtige Menschen machen sowas normalerweise nicht. Und es reicht nicht, wenn ein Diener ihnen entgegenkommt. Die Diener kommen zu einem selbst. Aber er macht sich auf und er behandelt diesen Diener respektvoll. Ja, Naaman hat tatsächlich nicht bloß eine neue Haut, er hat ein neues Herz empfangen. Und Naaman geht gar nicht davon aus, dass Gehasi irgendwie ein Betrüger sein könnte. Gehasi spielt seine Rolle viel zu gut. Und schaut euch an, wie böse das Herz des Gehasis ist, dass er jetzt diesen frisch bekehrten Mann übers Ohr haut. Vers 22. Er sagte, Friede. Mein Herr sendet mich und lässt sagen, siehe, eben jetzt sind vom Gebirge Ephraim 2 junge Männer von den Söhnen der Propheten zu mir gekommen. Gib mir doch ein Talent Silber und 2 Wechselkleider für sie. Gehasi dachte sich eine Geschichte aus, damit seine Sünde nicht rauskommt. Er musste sich ja etwas überlegen, denn Elisa hatte ja einen Schwur abgelegt, dass er nichts nehmen wird. Also warum jetzt diese Meinungsänderung plötzlich? Was kann er sich also ausdenken, um doch an die Kostbarkeiten zu kommen? Es muss etwas Nachvollziehbares sein, dass Elisa jetzt nicht für sich selbst fragt, denn er hat geschworen, er muss für andere diese Gabe erbeten. Er sagt Folgendes. Guten Tag, werter Naaman. Gerade noch, als sie aufbrachen, da kamen 2 junge Prophetenschüler, also auch Studenten des Wortes Gottes. Menschen, die es wirklich ernst nehmen. Und du ehrst ja jetzt Gott und schau mal, da sind 2 junge Männer gewesen. Und Elisa fragt nun, ob er nicht dafür sorgen könnte, diese beiden jungen Männer mit was Gutem auszustatten. So eine milde Gabe für diese jungen Männer, die Studenten von Gottes Wort. Ihr seht hier, das ist kein spontaner Einfall von Gehasi. Er hat diese Sache genau durchdacht. Als der böse Gedanke der Begierde aufkam, hat er ihn nicht verworfen. Nein, im Gegenteil, er hat ihn vertieft, gepflegt und weiterentwickelt. Und hier nun ist die große Gefahr. Jeder von uns bekommt böse und unreine Gedanken. Wehe einen jeden, der diese unreinen Gedanken gewährt. Dass man zu sich selbst sagt, dass man dem Objekt der Begierde nachjagen will, wie Gehasi, wehe dir. Gehasi hat einen Plan entwickelt, die eigene Bosheit zu verschleiern. Er war bereit zu lügen und zu betrügen, so wie Judas in Johannes Kapitel 12. Da lesen wir, als Maria Jesus mit kostbarem Salböl die Füße salbte, da heißt es, es sagte aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und es beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Judas gibt sich so, als sei er besorgt für die Armen. In Wirklichkeit verschleiert er nur seine Raffgier. Wie Gehasi so tut, als sei er besorgt um diese armen jungen Prophetenschüler. Es geht ihm nur um sich selbst. Und er verschleiert seine Bosheit mit frommer Sprache. Und dies ist ein besonders schlimmes Unrecht. Wenn du Sünde begehst und die dann auch noch versuchst zu verschleiern. Mit geschauspielerter Frömmigkeit. Ich will euch ein paar Beispiele geben. Man will einfach jemandem nicht helfen und darum sagt man zu der Person, ich bete für dich, weil man nicht helfen will.
Sagt man, man betet für die Person. Aber in Wirklichkeit wird man das auch nie tun. Du verschleierst, dass diese Person dir egal ist. Mit frommer Sprache. Oder Kirchen in unserem ganzen Land hier relativieren Gottes Wort, weil sie nicht tun und predigen wollen, was hier steht. Und das alles unter dem Deckmantel christlicher Liebe und Toleranz und Milde und Freundlichkeit. Ja, sicher doch. Oder ich behandle jemanden lieblos und gemein und sage, ich bin halt mutig und wahrhaftig, ich kann mich nicht verstellen, als sei es eine geistliche Tugend, Menschen schroff anzufahren. Oder manche lästern gerne und sind einfach viel zu neugierig und erkundigen sich ständig, wie es den einen oder anderen geht. Man möchte wissen, was vorgefallen ist und man möchte über Leute reden und sagt, ich möchte das wissen, damit ich dafür beten kann. Aha. Oder ich handle fleischlich und gucke mir unreine Dinge an und sage, ich bin frei in Christus, mein Glaube hält das aus, ich bin stark genug im Glauben, sicher. Oder ich bin geizig und ich will einfach nicht teilen, sage aber, man muss verantwortlich umgehen mit den Dingen, die Gott einem gegeben hat. Als Verwalter Gottes muss man sparsam sein. Aha, interessant. Ich habe vielleicht keine Lust, mich mit einer Sache zu beschäftigen, mit der ich mich eigentlich beschäftigen müsste. Vielleicht haben meine Pastoren mir etwas aufs Herz gelegt, dass ich mich doch damit mal beschäftige. Und ich will das eigentlich auf die lange Bank schieben. Aber ich sage, ich muss noch darüber beten. Ich muss das erst noch intensiv prüfen. Ja, sicher. Sicher. Oder ich wünsche mir Aufmerksamkeit und ich möchte Anerkennung und zur Schau stellen, wie geistlich und toll ich doch bin. Aber sagt dann, ja, alle Ehre dem Herrn. Also ich mache das, damit Gott geehrt wird. Ach, wisst ihr, die Liste, die geht noch lange, lange weiter. Es ist besonders schlimm, wenn wir sündigen, aber versuchen, dem Ganzen irgendwie noch einen frommen Anstrich zu verleihen. Ich habe euch sicherlich schon mal erzählt von diesem Luxus-Passagierschiff der RMS Queen Mary. Ein Schiff größer als die Titanic, vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut, liegt, glaube ich, heute noch irgendwo in Amerika, ich glaube in Kalifornien, wird als Hotel benutzt. Und das Auffällige an diesem Schiff ist, dass es drei große, mächtige, imposante Schornsteine hat. Das ist sozusagen das Erkennungszeichen dieses Schiffes, das man schon von Weitem sieht. Und ihr könnt euch vorstellen, dieses gigantische Schiff mit den gigantischen Schornsteinen wurde gut gebaut. Und auch diese Schornsteine bestanden aus massiven Metallplatten. Und mit der Zeit wurde das Ganze natürlich immer wieder lackiert und lackiert. Und nach einiger Zeit wollte man dann diese Schornsteine und so weiter mal richtig restaurieren. Und dann stellte man fest, dass die Metallplatten in den Schornsteinen eigentlich gar nicht mehr existieren. Das war alles verrostet. Das Einzige, was da noch stand, waren diese 30 Lackschichten, die man immer und immer wieder aufgetragen hat. Man hat sich lediglich um das Äußere gekümmert. Die Schornsteine waren äußerlich zwar schön anzusehen, doch alles nur Lack, alles nur Farbe, alles nur Heuchelei, innerlich zerbröselt, verrostet. Und so sorgt der eine oder andere dafür, dass er immer wieder einen frommen Anstrich bekommt. Immer wieder tut man so, Sonntag für Sonntag, als sei man fromm. Man singt die Lieder mit und man macht die Dinge, die so alle tun. Im Herzen aber verachtet man die Heiligen. Man verachtet sie. Man verachtet die Gemeinde Gottes und man verachtet Gott. Denn im Herzen bricht man ständig seine Gebote. Ohne mit der Wimpern zu zucken. Gehasi nahm den Namen Gottes in den Mund und hatte doch keine Furcht in seinem Herzen. Er war scheinheilig. Sag mir, was ist mit dir? Duldest du böse Gedanken? Pflegst du heimlich böse Dinge und bist doch nur scheinheilig? Deine Gedanken offenbaren, wer du in Wirklichkeit bist. Denn wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er auch. Dies ist eine Warnung vor bösen Gedanken, sie zu dulden, sie zu entwickeln, so dass man ihnen nach der Zeit auch nachgeht und sie in die Tat umsetzt. Darum sagt Gottes Wort in Sprüche Kapitel 4, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Behüte dein Herz. Es hängt an in deinen Gedanken. Wenn du erkannt hast, dass du böse Gedanken zugelassen hast, Gedanken der Verachtung, Gedanken der Begierde und so weiter, dann kehre um. Denn Gottes Wort sagt in Jesaja 55, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter verlasse seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn.
so wird er sich über ihn erbarmen. Da kehre um zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Trenne dich von deinen bösen Gedanken. Sei nicht wie die, von denen gesprochen wird in Jesaja Kapitel 29. Wehe denen, die ihren Plan tief verbergen vor dem Herrn und deren Werke in Finsternis geschehen und die sagen, wer sieht uns? Wer erkennt uns? O, eure Verkehrtheit, spricht der Herr. Lass dich warnen. Und ich will dich warnen, dass dies auch die letzte Warnung sein kann. Denn es heißt in Sprüche 29, Vers 1, ein Mann, der trotz Ermahnungen, trotz Warnungen halsstarrig bleibt, wird plötzlich zerschmettert werden ohne Heilung. Wie viele Warnungen hat Gehasi wohl schon bekommen in der Vorsehung Gottes? Und das führt uns nun zu unserem dritten Punkt. Eine Warnung vor der Erzürnung des heiligen Gottes. Lest mit mir ab Vers 23. Da sagte Naaman, tu mir den Gefallen, nimm 2 Talente. Und er drängte ihn und band 2 Talente Silber in 2 Beutel und nahm 2 Wechselkleider und gab es 2 von seinen Dienern. Und sie trugen es vor ihm her. Als er aber an den Hügel kam, nahm er es aus ihrer Hand und brachte es im Haus unter. Dann entließ er die Männer und sie gingen fort. Also Naaman war sehr großzügig und freigebig. Er wollte gerne mehr geben, als Gehasi erbeten hat. Gehasi bat um 1 Talent Silber. Naaman sagt, komm, nimm 2. Er ist sogar noch freundlicher, denn er schickt jetzt 2 seiner Diener mit ihm, die dieses Vermögen tragen sollen, sicher hinbringen sollen zu Elisa. Denn 1 Talent Silber wiegt ungefähr 35 Kilo. Das heißt, wir haben es hier mit ungefähr 70 Kilogramm Silber zu tun und noch diese 2 Wechselkleider. Also ein großes Vermögen. Naaman will, dass Gehasi geholfen wird beim Tragen. Gehasi wird das sicherlich gefallen haben, denn jetzt ist er nicht der Diener, sondern ihm wird gedient. Endlich mal. Und er wollte nicht gesehen werden. Also lässt er sich begleiten, nur bis zum Hügel. Und dann sagt er, geht ruhig. Er will schließlich kein Aufsehen erregen. Er geht nicht gleich zu Elisa, er versteckt das Ganze im Haus. Und dann geht er in den Raum, wo Elisa sich aufhält. Vers 25. Er aber ging hinein und trat vor seinen Herrn. Da sagte Elisa zu ihm, woher kommst du, Gehasi? Jetzt hätte Gehasi noch die Gelegenheit gehabt, die Wahrheit zu sagen, Buße zu tun, seine Sünde zu bekennen. Gehasi hätte sich besinnen können. Doch er antwortet einfach, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er wagt es doch tatsächlich, den Propheten Gottes dreist ins Angesicht zu lügen. Gehasi sagte vor Naaman, so wahr der Herr lebt. Er rechnet aber nicht damit, dass der Herr wirklich lebt und alles gesehen hat. Gehasi kann nichts verbergen und nichts vertuschen. Gehasi sagte, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Vers 26, da sagte Elisa zu ihm, ging mein Herz nicht mit, als ein Mann sich von seinem Wagen herab dir entgegenwandte? Autsch. Gott hat dem Propheten Elisa alles offenbart, was Gehasi getan hat. Im Geiste verfolgte Elisa den ganzen Betrug von Anfang bis Ende. Gehasi wird entlarvt. Was meint ihr wohl, was für eine Scham über ihn gekommen sein mag? Gott ist der Prüfer der Herzen und der Nieren. Nichts ist vor ihm verborgen. Vor Gott ist alles bloß und aufgedeckt. Selbst die Motive, die hinter unserer Begierde, hinter unserem Unrecht und unserer Bosheit stehen, sind aufgedeckt vor ihm. Das sehen wir in Vers 26. Elisa sagt, ist es denn Zeit, Silber zu nehmen und Kleider zu nehmen und Olivenbäume und Weinberge und Schafe und Rinder und Knechte und Mägde? Du fragst dich, wo hat Gehasi denn das genommen? Nun, Gehasi hatte sich in seinem Herzen vorgenommen, sich diese Dinge zu erwerben. Er hatte genug von seiner Dienerstellung. Er wollte von dem Vermögen Land kaufen und Vieh und Knechte und Mägde. Er wollte nicht länger dienen. Er wollte bedient werden. Er war ganz einfach unzufrieden mit seinem Leben.
Er träumte von einem anderen Leben im Wohlstand und Ehre. Und letztendlich wollte er nicht mehr länger in den Dienste des Herrn stehen. Er plante, dass er bei Gelegenheit Elisa den Rücken zukehren könnte, um sich all diese Dinge zu erwerben und nicht länger Diener zu sein. Und damit nicht länger dem Herrn zu dienen. Er musste sich irgendwie absichern, er brauchte Vermögen für diesen Schritt. Und so manche, auch in unserer Mitte, mögen mit den Gedanken spielen, die Gemeinde Gottes ja den Herrn selbst zu verlassen. Vielleicht warten sie nur auf eine gute Gelegenheit dafür, um vielleicht ein anderes Leben zu führen, ein angenehmeres Leben. Gehasi wagte es tatsächlich, den heiligen Gott, der ihm so viel Gnade erwiesen hat, der sich so als lebendig erwiesen hat, diesen Gott zu verwerfen. Gehasi hat den Herrn mit all seiner Bosheit zum Zorn gereizt, obwohl es von dem Herrn heißt, dass er langsam zum Zorn ist. Elisa spricht im Namen des Herrn den Fluch Gottes über das Leben aus von Gehasi. Vers 27. So wird der Aussatz Naamans an dir haften und an deinen Nachkommen für ewig. Da ging er von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. So wie sein Herz unrein war, wird es nun seine Haut, damit für alle Generationen offenbar wird, dass er ein Heuchler und ein Sünder ist. Gehasi dachte, er könnte seinen Nachkommen Reichtum vererben. In Wirklichkeit vererbte ihn Schande. Er wollte seine Sünde verbergen, nun wird es für alle, auch für seine Nachkommen, offenbar. Gehasi ist ein Unreiner in Gottes Augen. Er dachte, er würde großen Gewinn machen. Doch Gottes Wort ist wahr, wie es in Sprüche 21 heißt, Erwerb von Schätzen durch eine lügnerische Zunge ist ein verwehter Dunst, eine Falle des Todes. Alles, was er gewonnen hat, ist plötzlich nichts mehr wert. Er entschied sich, gegen den lebendigen, wahren Gott zu rebellieren. Er träumte von einem besseren Leben. Was ihn erwartet, ist ein schrecklicher Untergang. Wie es heißt in 1. Timotheus Kapitel 6, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Falschtrick und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Gehasi sagte, Jahwe lebt. Und nun sieht er, dass dieser lebendige Gott sich nicht reinlegen noch verspotten lässt. Was ist mit dir? Wagst du es tatsächlich, den Herrn, diesen gnädigen und barmherzigen Gott, diesen Herrn Jesus, der sein Leben gegeben hat, um dich zu retten, wagst du es, ihn zu erzürnen? Indem du böse Gedanken, von denen du sagst, dass Christus dafür gestorben ist, indem du sie duldest, weiterentwickelst, vertiefst und vertiefst bist du, vielleicht wenn du die Gelegenheit hast, all das in die Tat umsetzt? Du meinst, du wirst ungestraft bleiben, weil der Herr es nicht sieht? Es heißt in 1. Korinther Kapitel 4, der Herr kommt. Und er wird das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen. Und die Absichten der Herzen werden offenbart werden. Es wird alles aufgedeckt werden, was du denkst und was du getan hast. Auch heimlich. Und es wird dich was Schlimmeres treffen im jüngsten Gericht als bloß Aussatz deiner Haut. Denn Aussatz bedeutet, unrein zu sein, ausgeschlossen von Gott und der Versammlung der Heiligen. Und das wirst du in alle Ewigkeit erleben. Denn es heißt in Offenbarung Kapitel 22, wer darf in die Stadt hineinkommen und wer nicht? Wer steht außerhalb? Da heißt es, draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Verstehst du, dass der schneeweiße Gehasi eine Warnung für dich ist?
Wer Unreinheit in seinem Herzen duldet, Lüge duldet, all diese Dinge, die wir hier gehört haben, duldet, wer dem nachgeht, auf den wartet der ewige Tod, die ewige Unreinheit und das Ausgeschlossensein von Gottes heiliger und ewiger Stadt. Es heißt in Jakobus Kapitel 1, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert was? Den Tod. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Darum sei gewarnt. Sei nicht wie Gehasi. Es heißt in Sprüche Kapitel 28, Vers 13, wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, hör mir zu, nicht nur wer sie bekennt, sondern wer sie bekennt und lässt, der wird Erbarmen finden. Lass dich warnen. Komme zu Christus. Bekenne deine Sünden. Verstehe, dass Christus gekommen ist, um Sünder zu reinigen, die schneeweiß im Aussatz sind, die durch und durch unrein sind. Ja, wir können mit Jesaja Kapitel 64, Vers 5 sprechen, wir alle sind wie ein Unreiner geworden. Wir alle sind wie ein unreiner Gehasi. Sind wir denn besser als Gehasi? Aber der Herr vermag uns zu reinigen, wenn wir uns doch nur demütigen von ihm. Wenn wir doch nur kommen und unsere Sünden bekennen und sie nicht zudecken. Hast du diese Gnade erlebt, diese Reinigung wie Naaman? Komm heute zu Christus, suche Reinigung und Vergebung. Und wenn du hier bist und du sagst, du hast diese Reinigung erfahren, dann möchte ich dich erinnern an Lukas Kapitel 17, wo 10 Aussätzige von Jesus geheilt wurden. Aber nur einer kam zurück, um den Herrn Jesus mit lauter Stimme zu verherrlichen. Er fiel auf sein Angesicht zu den Füßen Jesu und dankte ihm. Und Jesus Christus sprach, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Erachtest du es als selbstverständlich, dass der Herr Jesus dich reinigt von all deiner Unreinheit und all deinen bösen Gedanken? Nein, komm doch heute und bete ihn an. Gib ihm alle Ehre dafür, dass er so ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Und bekenne ihn offen und frei deine Sünden und suche Reinigung. Suche den Herrn, solange er sich finden lässt. Auf dass du deine geistlichen Privilegien, die du erlebst, nicht verschwendest und nicht vergeudest. Auf dass du sündige Gedanken, die in dir aufkommen, nicht duldest, sondern sie sein lässt, bekennst und Reinigung suchst. Ja, dass du deinen Gott nicht durch böse Taten zum Zorn reizt, sondern dass du ein Leben führst zu seiner Ehre als sein Diener. Psalm 86, Vers 5. Denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit, groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen. Ihm sei alle Ehre. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr, hab Dank für das Wort, das wir hören durften, für dieses Beispiel von Gehasi. Herr, sorge dafür, dass wir alle uns das zu Herzen nehmen, damit niemand hier ist, der vielleicht jahrelang, vielleicht sein Leben lang bei den Heiligen ist und fromm tut, aber doch verloren ist und doch in die Verdammnis geht und doch die Strafe tragen muss für all seine bösen Vergehen. Herr Jesus, wir flehen, dass dein Geist uns durchleuchtet, dass du uns zeigst, ob ein Weg der Mühsal bei uns ist, dass du uns offenbar machst, wo wir vielleicht heucheln. Herr, und wenn jemand unter diesem Wort jetzt erkannt hat, dass er ein Heuchler ist, dann schenk ihm nun die Gnade, dass er sich bekehren möge von ganzem Herzen.
und erleben darf, dass selbst wenn er schlimme Dinge getan hat, ja selbst wenn er geheuchelt hat, vielleicht jahrelang, dass du ihn dennoch annimmst und ihn reinwäschst und ihn vergibst und dass du ihn wahrlich heilig machen kann, auch wenn es bisher nur geschauspielert war. Herr, wir bitten, dass du Menschen rettest, auch durch dieses Wort. Und uns alle, lass darauf bedacht sein, dass wir keine Heuchler sind. Dass wir nicht hier im Gottesdienst sitzen, aber in Wirklichkeit mit den Gedanken ganz woanders sind. Dass uns gar nicht wirklich interessiert, was du uns sagst. Dass es gar keine Auswirkung hat an uns, was du sagst. Sondern sorge dafür, dass wir dir unsere Sünden bekennen und dass wir sie lassen. Und dass wir leben als Heilige und nicht als Heuchler. Von außen schön angestrichen. Und von innen nur verrottet und tot. Herr, vielleicht kann niemand anderes das sehen. Aber du siehst es. Du kennst die Herzen. Und so beten wir, dass du dafür sorgen mögest, indem du dich erbarmst, dass doch viele, die sonst weiß wie Schnee wären durch Aussatz und Strafe und Ausstoßung, dass sie weiß werden mögen wie Schnee durch dein Blut, Herr, das sie reinwäscht. Wir bitten, dass du Großes wirkst in deiner Gnade in unserer Mitte. Dass du uns alle Sünden vergibst, je alles, wo wir geheuchelt haben, wo wir vielleicht noch gute Gründe angeführt haben, scheinheilige Gründe, um irgendwelche Sünden vor uns selbst und anderen zu rechtfertigen. Herr, reißt du das alles nieder. Und wenn wir uns selbst betrügen, dann reiß auch das nieder und zeig uns, dass wir in Selbstbetrug leben und dass wir wirklich von Herzen uns demütigen und zu dir kommen und wahre Rettung erfahren. Herr, wirke so in unserer Mitte durch dein Wort. Dass wir alle echt sind, dass wir alle heilig leben, dass wir alle bestehen können im Gericht, wenn du alle Gedanken des Herzens offenbar machen wirst und alle Sünden, die verborgenen, ans Licht bringst. Herr, sei uns gnädig. Lass niemanden, der hier ist und das Wort heute Abend gehört hat, am Ende als Heuchler dastehen und in die Hölle gehen, sondern erbarme dich über uns alle. Dass wir wahre Christen sind und leben zu deiner Ehre. Sei uns gnädig, Vater, wir beten es im Namen deines Sohnes, der uns erlöst. Amen.